Und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Ark. Beim letzten Mal haben wir hier haufenweise Fleisch reingepackt. Das bald abgammelt. Na, es geht nur eine Stunde. 23 Minuten. 58. Forts. Ja. Ja, beim letzten Mal haben wir gejagt. Haben wir. Heute Aufnahme hoffentlich wieder ohne Unterbrechung. Ihr beiden, ihr drei, ihr kommt jetzt alle mal mit. Und jetzt beide mit? Ein neuer Tag bricht an. Ne, bei dem muss ich das manuell machen. Ich wollte ihn mal eben ins Gehege packen. Und dann werden wir uns eventuell auf eine kleine Reise begeben. Und nein, keine Angst, es ist nicht so eine lame Reise wie sonst. Wollen einfach nur 5 Meter gehen und dann sind wir irgendwo da und dann alles so, yay. Nein. Boah, ist das gerade laut. So. Nicht nur so eine kleine Reise, sondern eine etwas größere. Kommt ihr mal? So, disable wandering. Richtig. Ups. Enable, disable. So, du. Nein. Halt. Das lassen wir mal schön disabled. Wo ist denn jetzt... Dilodophus? Wo ist denn jetzt George? George! George ist... erfolgreich festgebackt. Komm. Jawohl. Und now, follow me. Mhm. So, ich habe nämlich auch schon relativ genaue Pläne, was das manches Leveln und Spezifizieren von Viechern angeht. Und zwar werden wir uns gleich Gonzo schnappen und uns mal versuchen, auf andere Inseln zu begeben. So, der ist drin. Halt, jetzt machen wir das Falsche. Hat der auch Disable Following gemacht? Enable. Enable, okay. Dann passt das. Gut. So, wir schwingen uns auf Gonzo. Eventuell müssen wir noch ein bisschen Fleisch braten. Wollten nur gerade mal gucken. Ist da schon wieder was Level Up in Sicht? Nein. Gut. Dann stampfen wir mit dem erstmal noch ein bisschen rum. Müssen unser Fleisch noch abkochen. Der Pteranodon, der bleibt da erstmal sitzen. Und wartet auf seinen großen Einsatz. Boah, ich glaube, wir müssen das Ganze auch ein bisschen auslagern. Der ist ja ein bisschen vollgepackt mit Fressen. Ich meine, der kommt auch mit weniger aus. So. Ich meine, der kommt auch mit weniger aus. Ah, zum Beispiel das ganze Hatch und das ganze Seeds, die braucht er ja gar nicht. Da hat der ja nichts von. Tinterberry Seed. So. Was hat er jetzt? 143... Was ist denn da so schwer? Stimberries? Ansonsten kann er sich auf dem Weg immer noch was irgendwo abreißen. Was wiegt denn da so viel? 4,4? Ist das der Sattel selbst? Der wiegt 20. Dann bekommt er den Haufen und den Haufen. 35. Dann bekommt er noch den Haufen. Das muss langen. Wir kommen natürlich nicht an irgendeine Kiste. Toll, lässt sich das irgendwie verteilen? Verdammt.
Muss er doch an die Kiste ran, da hinten. Passt da noch was rein? Die lassen sich noch verteilen. Okay. Döp, döp, döp. 158. Oh, das ist so schwer. Ja, ich weiß. Toll, das ist doch. Ich hasse es, wenn Viecher vollgepackt sind. Wooden Fans. 72. Was zum Geier? Ist da noch Platz? Da ist noch Platz. Da kommen auf jeden Fall die Fences rein. Ist das schon mal abgehakt? Ja, ein paar Beeren noch. Mechoberries, die können wir eigentlich noch mitnehmen und dem ins Inventar packen. Stimberry lasse ich mal hier. Achso, Seed lasse ich auch hier. Kein Platz mehr, toll. Ist auch kein Platz. Mann! Na, wo renne ich denn hin? Ich muss nicht springen, ich weiß, aber ich tue es dennoch. Hier ist noch Platz. Gut, dann packen wir die ganzen Seeds einfach mal hier rein. Ich würde mir gerne eine Chitin-Rüstung machen, aber dafür brauchen wir mehr Chitin. Glaube ich, so viel haben wir nämlich noch gar nicht. Ich packe hier erstmal alles. Ich würde gerne alles wegpacken, was gerade unwichtig ist. Das ist der da. So, hier passt auch nochmal rein. Dann packen wir. Na, ich weiß nicht. Dann packen wir die da rein. Hunter Headskin, die wiegen ja nichts. Spoiled Meat kommt dann gleich wieder in den Schlüssel. Damit das dann noch weiter spoilen kann. Mal dieses Spoiler. Stimberry Seed haben wir hier noch drin. Same Root Seed. Longgrass. Fiber. Ohne Ende. Wohl 51 Chitin haben wir noch. Das ist ja schon eine Menge. So, aber hier verbrenne ich erstmal noch Kram. Versuch mal die 100 Holz. Ja, gut, es ist noch im Rahmen. So, Holz, Holz. Kohle. Fleisch, Fleisch. So, dann kommt hier Fleisch. Machen wir es so. Dann kann das noch mal brutzeln. Wir müssen eigentlich, hatte ich ja vor, ein bisschen zu leveln. Also wir müssen auf Level 35 kommen, wenn wir endlich mal unser Flugviech benutzen können. Wir sind jetzt aber auch nicht leicht. Weil die Kohle 12 Kilo wiegt. Wir packen erstmal vernünftig aus, Freunde. Wir packen erstmal vernünftig unsere Sachen. Gewohnheit. So. Irgendwo hin, wo es Sinn macht. Gut. Das hat geklappt. Armor Berries. Eco Berries. Jetzt wieder reingepackt. Das Narkotik lasse ich mal hier. Weil wir jetzt vorerst nicht vorhaben, etwas weiteres zu zähmen. Ja, die lassen sich hier auch wieder glänzend verteilen. Eigentlich so gar nicht. Ich könnte den Rest ja einfach aufessen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Da kommen die hier rein. Und Gonzo, wo willst du hin? Du kriegst noch Verpflegung für den Weg. Headshot kommt auch. In eine Tonne. Ich
Ich müsste noch meine Pickaxe reparieren. Ich müsste eigentlich alles noch reparieren. Aber egal. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder gar keinen Platz mehr, um da irgendwo eine Axt hinzupacken. Natürlich nicht. Warum auch? So. Lässt sich da was repairen? Gucken wir doch mal. Kostet ein Metal Ingot. Jetzt hätte ich es fast gedroppt. Sehr schön. Ja. Hatchet. Auch und die Picke auch. Ja, jetzt ist es mir doch passiert. Wo ist denn jetzt hin? Da hinten. Primitive Picke. Jetzt auch eine nicht primitive Picke. So, Crossbow lasse ich mal so. Der hält noch ein bisschen was aus, glaube ich. Gut, dann. Stone Arrows. Ich packe das Zeug jetzt einfach mal alles hier mit rein. Ich weiß, es bringt nicht viel, aber ich hätte die auch zusammenfassen können. So. Dann noch den Seed. Sind wir eigentlich schon sehr... Auch hier, guck mal, Hidehead. Na, pack das da hin. Gibt alles XP. So, damit ist die schon wieder fit. Gut, so, dann machen wir jetzt erstmal auf. Ich weiß zwar nicht genau, wohin. Wir gehen erstmal noch ein Stück die Insel lang, bis, Dingens hier, bis unser Kollege ein Level Up hat. Hier. Dass immer so aus dem Wasser rausragt. Am Ende dieses Let's Plays lasse ich mich von irgendeinem großen Viech fressen oder ich löse ein Event aus, die einfach die ganze Insel rausradiert. Das wäre auch nicht schlecht. Das hätte was. Ein stilvoller Abgang. Er frisst genüsslich. Wir haben noch 6 Fleisch und Hunger und müssen mal was trinken. Dort wäre es auch interessant hinzugehen. Versuchen wir das erstmal. Ob da irgendwas Brauchbares ist. Kommen wir denn so einfach durchgeschwommen? Relevante Frage. Ich weiß es nämlich nicht genau. Mal abgesehen davon, dass ich nicht mehr weiß, ob wir irgendwas mit dem Zeug da anfangen können. Sprich, ob wir das Ding überhaupt öffnen können. Boah, er hat auch eine Stamina. Das ist ja... Hey... So ein dickes Ding muss ich natürlich auch erstmal bewegen. Geht aber gut. Wenn wir schwimmen. Freeze? Ich hasse es. Ich höre wieder Dodos. Aber die interessieren mich gerade nicht. Erstmal gucken, ob ich hier... Simple Bad, Wound Sign Storm, alles lame, aber... nee, gut. Weiß nicht, gibt das auch EP, wenn man die lootet? Nö. Okay. Dann bauen wir uns erstmal eine neue Kiste, packen da den nächsten Kack rein. Und hoffen, dass Gonzo derweil mal ein Level abkriegt. Ich warte jetzt mal vor dem Schwimmen noch ein Sekündchen, bevor wir hier abgluckern. Ich werde aber eine relativ gesunde Sauerstoffanzeige, so viel ist das ja nicht. Ich auch. Ist alles noch im Rahmen und unsere Hütte ist tatsächlich echt ziemlich klein. Das muss ich ja schon zugeben. So, wir brauchen eine neue Kiste. Wir haben ja noch nicht genug. Dafür brauchen wir... Was brauchen wir dafür? Stone Foundation.
Ist ja schon ewig her, weil ich hier in die Kiste gebaut. Da. Wood, Sedge, Fiber. Kriegen wir noch sicher zusammen. Fiber. Wood. Sedge haben wir da vorne. Habe ich ja echt gerade reingepackt. So gewieft, wie ich ja bin. Machen wir uns einmal zwei Stück. Was soll's? Was soll der Geiz, wa? So. Dann die Storagebox. Kann ich mal leer machen den Slot, dann packe ich das dahin. Die 5. Es war voll ungesicher hier draußen, aber was soll's, ist ja nur temporär. Wir müssen uns mal echt so ein Lagerhäuschen bauen, das wäre schon nicht schlecht. So, jetzt kann der ganze Quatsch da wieder rein. Ich habe gehofft, dass es da irgendwie noch Erfahrungspunkte für gibt, aber offensichtlich nicht. So, Gonzo. Da bist du ja. Los, mein Dicker. Ich glaube fast ja schneller, wenn ich mich, wenn ich vorlaufe und er mir nachrennt, ne? Achso, ich sollte vielleicht das Following enablen, sonst wird das nichts. Folge mir! Gut, gut. So, wir wollen nämlich, ich muss jetzt mal eben auf der Map gucken. So, wir wollen jetzt auf die linke andere Insel. Mal gucken, ob das funktioniert. Nee, brauchen wir ja gar nicht. Was aus dem Wasser ragt, das ist ja unfassbar. Einfach nur mal gucken. Alter. Die halten aber auch was aus, du. Alter Finne. Das ist halt richtig Action hier. Ich schieße ja gerade einfach mal auf alles. Voll die Munitionsverballerung eigentlich, aber naja. Gut, dass du nicht Auto-Attacks. Das wäre wahrscheinlich sein Ende. Nur Ruhe. Okay, sie haben sich in tiefere Regionen verzogen. Dann machen wir uns wieder auf den Weg. Ein paar Pfeile verschossen. Auch Spaß an der Freude. Muss ja auch mal sein. Ne, wahr? Jawohl. Wie ist denn die Lage hier vorne? Relativ entspannt. Ein Pteranodon. Ein... Wer bist du denn? Entschuldigung, ich finde es immer noch witzig. So, ich glaube, das ist die Insel, auf die wir wollen. Das sind die Druiden, die wir suchen. Ich wollte mal gucken, ob man da irgendwie auf einen humanen Weg rüberkommen kann. Sprich, ohne dass man ziemlich schnell drauf geht. Sehe ich das hier richtig? Ist das seichtes Gewässer? Mit Ölfleck? Nö. Da backt sich ein Carbonemüs durch. Gonzo ist auf dem Weg.
Ich gucke mal eben auf meine Inselmap. Inselmap sagt mir, das ist nicht die Insel, die wir suchen. Wir suchen die da hinten. Ach. Die sitzen da, okay. Haben wir hier Metall? Nein. Haben wir hier Metall? Tatsache. Sehr schön. Dann werden wir mal noch ein bisschen Metall suchen. Ich habe erstmal wieder schön auf den Weg gekackt. Und nun... Ja, gehen wir wieder zurück. Gucken, ob das Fleisch durch ist. Dann gehen wir quasi einmal quer über die Insel. Kommen dann da hinten raus. Dürften wir zumindest. In der Theorie. Und dann gucken wir mal, ob wir auf die andere Insel kommen. Deswegen nehme ich extra Gonzo mit. Denn der liebe Max von den LP-Fuzis. Bedeutsames Gucken an dieser Stelle einfügen. Befehl, Kanal anschauen. Hat mir gesagt, dass man aus unserem lieben Gonzo einen verdammt guten Tank machen kann. Und das ist die Spezifikation, die ich eben angemerkt hätte. Das werden wir nämlich auch tun. Weil so ein Dicker, der alles wegschroten kann, dabei selbst nur ein bisschen Schaden kriegt, ist schon praktisch. Jeder braucht ein Zettel. Fehler in der Matrix? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Man hätte es ja mal versuchen können, nicht wahr? Boah. Gut. War ein Schlag wert. Wo ist denn die Leiche jetzt hin? Und so. Naja. Hat ihm eventuell ein Level abbeschert. So genau werden wir es wohl nie erfahren. Du. Hast nochmal Glück gehabt. Ein Trilobit. Mehr Chitin. Der Chitin-Panzer rückt in greifbare Nähe. Und wäre schon ein Ding der Wichtigkeit, wenn wir uns in andere Zonen begeben. Aus dem einfachen Grund, wenn wir auf die Fresse kriegen, erhöht das unsere Überlebenschancen. So. Hier wird erstmal noch immer mit der Ruhe, mein Freund. So, Mädel. Was macht das Fleisch? Ist jetzt gerade echt alles Vorbereitungsrunde. Wir sind schon wieder über ein Part. Inventory. Oh, alles schon durch. Das ist ja perfekto. Dann nehmen wir es jetzt alles mit. Im nächsten Part geht es dann mal auf, würde ich sagen. Ich bedanke mich an dieser Stelle, wie immer, fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Part. Tschüss.